Hier in die Ecke wollte ich ja, wie gesagt, noch die Butchery und alles wieder neu aufbauen. Deswegen Workshops. Erst einmal die Butcher. Wo ist die Butchery? Faber, Jeweler, Boyer. Butcher ist U. So, hier in die Ecke eine Gabo Butchery stellen. Einen Tanner daneben und einen Fischworker auch. Fishery ist H. Gabo und einen Tanner. Tanner, da ist N. So. Weil der Tanner muss sofort aus den Tierhäuten vom Butcher Leder herstellen. Also nach der Schlachtung. So. Was sagen die Stocks? Wir haben Platz wieder zum Verkochen. Zum Verbrauen. Dann würde ich sagen, gehen wir eins hoch. Hoch, noch eins hoch. Und sagen die Distillen, sie sollen Getränke brauen. So. Essen haben wir noch einigermaßen genug. Wobei wir hier Fischbärbel, Mietbärbel, Fischbärbel. Im Augenblick bin ich... Oh, der Winter ist schon vorbei. Das ist gut. Und die Pause ist heute weg. Die sollten was arbeiten, die Zwerge. So, gucken wir mal, was müssen wir als nächstes machen. Das war jetzt zu hoch. Hier ist die Farm. Auf der Farm wird schon mal wieder gearbeitet. Oh. Wo ist mein Brewer? Du kriegst wieder deine anderen Aufgaben, also Farming und Plant Gathering. Aber ansonsten erstmal nichts. Damit wir mit der im Anbau hier oben weiterkommen. So. Und wir kriegen immer mehr Hundewelpen zusammen. Auch nicht schlecht. Butcher, Tanner und Fischer muss noch gebaut werden. Dann können wir aber schon mal hier wenigstens den Tanner und den Butcher abreißen. Und wir sollten dringend Betten aufstellen. Bett und Bett und Bett, 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 Bett. Nein, nicht da, sondern hier das Bett. Hier das Bett, hier das Bett. Bett. Betten sind schon alle gebaut worden. Das heißt, ich kann hier schon mal 14 Betten aufstellen. Ja, und jetzt schnappen sie sich die Betten und stellen sie auf. Werde ich beim Manager, Jobmanager, das war gerade Militär, das kommt später, gucke und sehe, dass sich hier immer noch nichts getan hat, weil die Brücke immer noch in Konstruktion ist. Was machen meine Stones? Construct Building, okay. Währenddessen kann ich mal kurz gucken. Job Manager, New Order. War das Gears? Nein. Stone, Stone. Cut Mudstone. Nö, 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 Stoneware. Construct Rock Millstone. Jetzt muss ich gerade mal gucken. Du, du, du. B.
Building. Traps Levers ist groß T. Und zwar brauche ich ein Lever. Mechanism. Also ein Mechanismus brauchen wir. Job. Management. Construct Mechanism 10 Stück mal. Und die kriegen die höchste Priorität. So. Jetzt müsste nur noch der Stempel drauf gemacht werden und dann müsste das als allererstes konstruiert werden, sobald die Brücke denn mal fertig ist. Und hier werden ja immer noch Büsche abgebaut und so weiter. Okay. Was ich auf jeden Fall machen sollte nach dem nächsten Cut, meinen wichtigen Leuten, also Koch, Brauer und dem Mason, die Hauderjobs wegnehmen. Und dem Mason auch erstmal den Architekturjob wegnehmen. Darum soll sich der Stonecrafter dann kümmern. Hackt der General wenigstens Holz? Nein, tut er nicht, der hat keinen Job. Dabei habe ich ihm Aufträge zum Holzhacken doch gegeben hier. Ich habe meinem General doch nicht den Job weggenommen, oder? Nein, Woodworking. Woodcutting habe ich ihm nie gegeben. Wer ist der Woodcutter, bitteschön? Okay, das verwirrt mich jetzt. Deswegen werfe ich mal kurz einen Blick. Okay, ich habe beim General aus Versehen den Woodcutter-Befehl weggenommen. Gehabt, deswegen hat er kein Holz mehr gefällt. Jetzt müsste er aber... Genau, fällt free. Die Jungs sind beim Diggen. Hier unten. Noch beschäftigt. Sehr gut. Building, Workshop... Carpenters Workshop ist C. Davon brauchen wir zwei Stück. Und zwar noch ein Carpenters Workshop. Und einen Bowyers Workshop daneben mal. So. Und ich glaube, für dich brauchen wir dann auch noch einen Crossbow Maker. Das kriegt dann auch noch mein General die Aufgabe Woodworking Crossbow Making. So, ich glaube, ich wollte ihm mal das Crossbow Making geben und habe ihm aus Versehen das Holzhacken weggenommen. Kann gut möglich sein. Und die Brücke wird gebaut. So, was sagt die Joblist? Dass Mechanismen gebaut werden müssen. Wo werden die gebaut? Hier werden Worktables gebaut. Die beiden sollten mal fertiggestellt werden langsam. So. Und wir kriegen noch mehr Hundewelpen. So, Fishery müsste auch endlich fertig sein da oben. Nö, ist immer noch in Konstruktion. Ist mir egal, wenn die Fischer... Der tut was im Barrel verstauen. Was sagt eigentlich die Unitlist so zu anderen? Wir haben irgendwelche Tiere hier. Was ist das für ein Tier? Können wir uns darüber etwas schlau machen? Wir können ihm es nur verfolgen. Nö, können wir nicht, oder? Zoom Creature. Achso, hier können wir auch den Manager aufrufen. View Creature. A small waddle. Ein kleines Tier mit scharfen Stacheln geschützt.
Sie essen Gras und Blätter und klettern sogar auf Bäume, also so eine Art Igel. Oder es sind Stachelschweine. Es ist sehr fett, also ja, es ist Stachelschweine. Es ist sehr enorm, hat braunes Haar, haselnussfarbene Haut und schwarze Augen. Also ja, das könnten Stachelschweine sein. So, wieder runter zu meinem Eingang hier. So, Brücke ist fertig. Jetzt müssen wir nur noch einen Hebel für die Brücke machen. Dazu brauchen wir immer noch Mechanismen. Was macht denn mein Stein? Die verstauen Items. Ja. Gut, das hier können wir jetzt auch mal removen. Und bauen es dann hier unten hier wieder auf. Hier steht es fürs Erste niemandem im Weg. Okay, die Steinmetz-Workshops sind schon mal fertig und überall werden Tables hergestellt. Und ich kann mir schon vorstellen, warum nirgendwo ein Dings hergestellt wird. Ein Mechanismus, denn wir brauchen einen Mechanics-Workshop dafür. Ja. Okay. Du wirst abgerissen, so. Bitte. Denn da kommt dafür dann der Mechanics Workshop hin. Und am besten. Was? Achso, wir haben sein Büro abgerissen. Das sollen wir gleich mal wieder aufbauen. Chair. So. Baut hier das Büro wieder auf, bitte. Und hier unten. Ich würde sagen, wir brauchen nur zwei Quarfs-Dwarfs-Workshops für Stein auch nur. Was sagt das Management? Das Management sagt, Tables werden jetzt langsam abgearbeitet. So kommt ja auch etwas Holz weg. Der Boyer ist schon fertig, aber der Carpenter noch nicht, weil sich unser General noch nicht dazu bequemt hat. So, make throne room or study. Kleiner machen wir assign to leader und fertig. So, jetzt dürfte der erstmal nicht mehr meckern. Nobles? Nö. Gehen wir wieder eins höher hier hin. Denn jetzt geht es erst einmal daran, einen Speisesaal zu errichten. Ach nö, und jetzt kommen Immigranten. Gucken wir mal kurz zu unserem Eingang. Lassen weiterlaufen. Wie viele Immigranten kriegen wir jetzt schon wieder? Und wie viele Katzen bringen sie mit? Okay, da sind Klapperschlangen, oder? Ja, Keas sind, glaube ich, Schlangen. Können wir aber kurz gucken. A small green intelligent mountain parrot. Nein, das sind Papageien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 neue Leute. Davon die Hälfte Kinder. Und ein Haufen Fischer. Und Farmer. Und Beekeeper. Potashmaker, Shearer, Woodburner,
Cloth hier. Oh ja. Ein Leder und ein Cloth und ein Gem. Und ein Bow hier. Okay, wir haben den zweiten Carpenter gerade gekriegt. Das ist gut. Wir haben einen neuen Peasant. Wir haben einen Trader, den brauchen wir nicht. Wir haben zwei Doktoren, dafür brauchen wir nur einen. Wir haben einen neuen Cook. Ein neuer Brewer ist mir gar nicht mal so schlecht. Gut, um die ganzen Leute kümmere ich mich jetzt dann nach dieser Aufnahmesession, was jetzt gleich ist. Also Leute, bis dann.